Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Agentur für Arbeit geht das Geld aus. Das heißt, dort, wo du zum Beispiel als Arbeitnehmer monatlich dein Geld hinüberweisen lässt vom Arbeitgeber für die Arbeitslosenversicherung, dass wenn mal was passiert, die haben fast kein Geld mehr. Denn der Überschuss schmilzt dahin und von einer Rücklage kann man schon gar nicht mehr sprechen. Denn hier wird mittlerweile sogar schon gewarnt, dass die nicht mehr krisensicher sei. Wir schauen uns die neueste Meldung an, wo man wirklich bloß noch einmal so machen kann und sich fragen kann, hätte man das nicht früher machen können? Doch, wer wird denn eigentlich von der Agentur für Arbeit alles bezahlt? Das schauen wir uns auch an, denn dann wird's richtig, richtig spannend. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, und die folgende Meldung kam jetzt über Spiegel Politik rein, und zwar mit dem Titel Bundesagentur für Arbeit kämpft mit Finanzproblemen. Also ich muss sagen, mittlerweile kommt man sich eigentlich nur noch wie in einem Irrenhaus vor, dass das gesamte Steuer- und Abgabensystem in Deutschland gerade kollabiert. Alle Behörden, alle die Gelder, die du auch als Arbeitnehmer monatlich gezahlt hast, sollten ja eigentlich auch dich absichern, dass du an dieser Stelle hier einfach dann darauf zugreifen kannst, wenn es notwendig ist. Und deswegen hier jetzt diese Meldung, wo man sagt, dass der Überschuss, der vorhanden ist, gerade massiv zusammenschmilzt. Denn nach aktuellen Schätzungen erwartet man bloß noch, das ist wirklich wenig jetzt, also nicht überrascht sein, einen Überschuss von 600 Millionen Euro. Noch zu Jahresbeginn ist man von 2,1 Milliarden ausgegangen. Und ich möchte auch noch sagen, dass ich gestern im Video zu den Lohnabzügen auch gesagt hatte, dass man nur, also aktuell, bei der Arbeitslosenversicherung nicht von einer Erhöhung ausgehen kann, weil diese noch stabil sein soll. Leider, 2 Stunden später, wurde meine Aussage eigentlich schon revidiert, denn der Artikel ist um 16.12 Uhr online gegangen und ich glaube, das Video habe ich sowas um 14 Uhr gedreht. Und jetzt geht's weiter. Für 2025 war bei der Nürnberger Behörde zuletzt noch ein Plus von 1,8 Milliarden erwartet worden. Also auch da schon sinkende Einnahmen. Nun wird noch von 900 Millionen ausgegangen. Und jetzt ist es das Spannende, wo man ganz klar sagen muss, naja, wen überrascht das denn? Hintergrund ist die schwächelnde Konjunktur, die inzwischen auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat. Daher wird mit Mehrausgaben gerechnet, unter anderem für Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld. Warte mal, da war doch irgendwas. Wärmepumpen, Heizungsgesetz. War da nicht so eine Meldung von Viessmann, Weiland und anderen Herstellern aus diesem Bereich, die auch schon gesagt haben, sie müssen jetzt aufgrund des Heizungsgesetzes, also des Enteignungsgesetzes von im Grunde hier Robert Habeck, ganz einfach Kurzarbeit anmelden? Ist es nicht so, dass jetzt auch gerade große Konzerne in Deutschland massenhaft Leute entlassen, auch jetzt hier das Land verlassen, zum Teil wie BASF, Stihl und sonstige? Aber nein, das werden die doch nicht machen, weil ihnen der Deutschland zu teuer wird. Oxfam und Steuergerechtigkeit und alle haben recht. Und ich meine, was soll man sagen, selbst Svenja Schulze hat jetzt auf dem Katholikentag heute wieder gefordert, dass man hier im Großen und Ganzen eine Vermögenssteuer für Milliardäre doch endlich einführen muss. Die Deutschen zahlen zu wenig Steuern. Aber spannend ist natürlich hier. Aus dem aktuellen Bericht für das Jahr 2024 ergibt sich nun im Jahresdurchschnitt mit rund 65.000 Arbeitslosen beziehen, wird hier mehr gerechnet wird, sowie mit 70.000 zusätzlichen Kurzarbeitern. Und das wird jetzt mittlerweile richtig, richtig irre. Denn auch weiter heißt es im Bericht, das Finanzpolster war während der Corona-Pandemie komplett ausgegeben worden. Zwischenzeitlich hat es knapp 25,8 Milliarden. Bis 2028 sei nur ein einstelliger Rücklagenbestand zu rechnen, heißt es im Bericht an den Bundeshaushaltsausschuss. Zuletzt war zu diesem Zeitpunkt ein Polster von 13,1 Millionen für realistisch gehalten worden, nun nur noch von 9,7 ausgegangen. Und der Oberhammer ist eigentlich jetzt, und da muss man sich wirklich festhalten, was die Einschätzung hier doch ist. Und zwar zum Vergleich. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das IAB, rät für Krisenfälle zu einer Rücklage von mindestens 27 Milliarden. Bedeutet am Ende auch wieder, dass der Gesetzgeber oder der Steuerzahler am Ende auch noch für die Arbeitslosenversicherung wahrscheinlich am Ende aufkommen muss. Denn da ist ja immer wieder das Argument, wo es dann heißt, ja, aber für die Sozialversicherung, da kriegt der Steuerzahler doch was. Das ist
völlig egal, weil im Großen und Ganzen das mittlerweile ein komplettes Gemisch ist. Wie gesagt, ich kenne alle Kommentare, die mittlerweile unter meinen Videos dazu kamen, aber Fakt ist nun mal, das wird alles gerade so dermaßen vermischt, dass da im Grunde, man könnte sagen, hier so eine giftige Mixtur zusammengemischt wird, weil man gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich das Geld hernehmen muss. Und da ist es doch dann gut, dass wir so Politiker haben wie Svenja Schulze, die dann hier Hubertus Heil vom Ministerium für Arbeit gleich unterstützen. Und zwar Svenja Schulze drängt beim Kirchentag auf globale Milliardärssteuer. Die Bundesministerium möchte mehr statt weniger Geld für die Entwicklungshilfe. Auch Deutschland würde davon profitieren, sagt die SPD-Politikerin auf dem Katholikentag. Und natürlich das alles mit den Märchen der wirtschaftlichen Notwendigkeit. Und da muss man sich wirklich einfach nur noch so an den Kopf fassen. Also heute ist wieder, jetzt habe ich ihn, glaube ich, woanders hin. Da hinten liegt er heute, ein Stressball, wo ich ganz klar sage, liebe Leute, das Geld wurde in den letzten 5 Jahren so dermaßen rausgeballert, dass man es nicht mehr anders sagen konnte. Es wurden subventioniert. Wir subventionieren gerade mit 70% Wärmepumpen. Leute, das kann auch einfach nicht mehr sinnvoll sein. Ist es nicht, aber da kann doch keiner mir erzählen, dass das dann nicht irgendwann sich durchschlägt. Und vor allem jetzt auch, wenn wir hier unsere heimische Industrie mit Volldampf dank Robert Habeck gegen die Wand fahren und dann natürlich Hubertus Heil sich hinstellt, wir brauchen jetzt einen Job-Turbo, damit das alles läuft, und gleichzeitig übernehmen wir hier auch Millionen von Menschen aus den Flüchtlings- und sonstigen Situationen in das Bürgergeld rüber, da muss man sich doch eigentlich bloß noch fragen, sitzen dort, also ganz ehrlich, das ist jetzt nur noch unqualifizierte Personen, die im Grunde, sage ich mal, vielleicht, was weiß ich, gar nichts können. Weil ganz ehrlich, das entbehrt doch jeglicher Logik. Vor allem, wenn man mir dann erzählt, und da habe ich auch vor kurzem eine Unterhaltung gehabt von einem etwas spannenden Politiker auch, der mir dann erzählt hat und sagt, ja, aber Vorsicht, dort in den Ministerien sitzen die qualifiziertesten Leute Deutschlands. Dann frage ich mich, wie so etwas passieren kann. Dass die Bundesagentur für Arbeit ist im Grunde eine Tochterfirma des Ministeriums für Arbeit und Soziales. Und dort ist sowieso schon mit 170 Milliarden der größte Etat und allein 5 Milliarden davon Verwaltungskosten für zum Beispiel Landesbürgergeld. Und man sich dann die Frage stellen muss, wo ist das ganze Geld hin? Und ja, wie gesagt, wir wissen, ein Großteil ist wahrscheinlich schon zurückgewandert in die Ukraine von dem Geld. Ein anderer Teil ist wahrscheinlich irgendwo in andere Länder überwiesen worden vom Bürgergeld und der Rest wird schwarz gemacht. Und das ist jetzt durchaus das, wo man sich einfach nur noch an den Kopf fassen kann, vor allem wie hier auch mit den Geldern der Arbeitnehmer gehaushaltet wird. Und am Ende, wie gesagt, heute habe ich schon ein Video gemacht zum Thema Abgaben, also gestern war es jetzt zum Thema Abgaben. Ich befürchte, dass wir an der Stelle demnächst nochmal eine massive Explosion der Steuern und Abgaben erleben werden. Denn das ist nicht mehr anders zu erklären, wie man das ansonsten auch noch finanzieren soll. Und deswegen kann man wirklich weiter nur noch sagen, ein radikaler Abbau des öffentlichen Dienstes. Es muss hier einfach schlicht und ergreifend sein, dass man auch hier bei den Sozialleistungen, vor allem für erwerbsfähige und vor allem auch teilweise wehrfähige Personen, diese im Grunde im Bürgergeld finanziert und das Faulenzen der Personen finanziert. Da muss man sich einfach nur noch hier wirklich in den Kopf fassen. Und ich bin gleich so weit, dass ich mir noch meinen Stressball von da hinten hole. Aber es ist durchaus hier wirklich einfach nur noch irre, dass man sagt, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer aus der Privatwirtschaft finanzieren diese Arbeitslosenversicherung, die eigentlich dafür da ist, in Krisenzeiten, das ist ja gerade das Spannende, in Krisenzeiten, wie zum Beispiel damals in Corona, hier diese massive Welle an Kurzarbeit aufzufangen und dann zu sagen, hey liebe Leute, wir haben den Puffer, wir können es im Grunde weiterhin laufen lassen, das kriegen wir alles hin. Aber dass man jetzt weitergeht und sagt, okay, wo ist denn dann das Geld für die Rücklagenaufbauten der letzten Jahre wieder hin? Denn ich meine, wenn da schon im letzten Jahr, sag ich mal, eine Rücklage von oder ein Überschuss von über 1 Milliarde möglich war in der Vergangenheit, wieder nach Corona, dann müsste man sagen, okay, dann muss das wieder aufgebaut werden. Bedeutet aber auch am Ende, dass wir jetzt an dem weiteren Krisenmodus durch den Weggang von großen Unternehmen einfach schutzlos ausgeliefert sind. Und da man einfach sagen muss, da gehört doch eher eine Steuer- und Sozialabgabenreform her.